In diesem Video geht es um Lionels Set. Es besteht aus einem Helm, der Rüstung, den Stulpen und dem Beinschutz. Und gehört zu dem Stärkebild, das wir dir in den letzten Tagen gezeigt haben. Da wir auf Stärke skillen und auch noch Talismane benutzen, die unser maximales Ausrüstungsgewicht steigern, können wir dieses ganz schwere Set tragen. Es gibt dir nicht nur unglaublich viel Schutz im Vergleich zu anderen Rüstungen, sondern besitzt auch sehr hohe Gleichgewichtswerte. Wenn das Gleichgewicht sehr hoch ist, dann können dich Gegner mit Schlägen nicht mehr staggern. Wenn sie dich zum Beispiel in der Luft treffen, während du springst oder mit den Schlägen ausholst, wenn ihr zum Beispiel beide aufeinander losgeht, er schlägt auf dich ein, du schlägst auf ihn ein, dann können dich die Schläge nicht staggern. Du schlägst einfach weiter zu und kassierst den Schaden. Ist ja auch vollkommen egal, denn du hast sehr vielen körperlichen Schutz und besitzt eine extrem hohe Lebensleiste. Solltest du mehr Schaden rausholen wollen, dann benutze statt der Rüstung einfach die schwarze Raubvogelfedern. Du hast dann immer noch relativ guten Schutz, bedenke aber, dass dein Gleichgewicht um 32 Punkte runtergeht. Die Raubvogelfedern sind einfach gut, wenn du deutlich mehr Sprungschaden machen möchtest. Wechsel das Set einfach je nach Situation. Das Set befindet sich hier in der königlichen Hauptstadt. Du hast zwei Möglichkeiten hochzukommen, einmal hier über den Aufzug von Dektus. Oben in der Infobox findest du ein Video dazu. Oder du gehst hier unten durch, hier rein, dann kommst du hier raus, gehst hier langsam hoch und gehst dann hier weiter, dann zu dem Punkt und dann kommst du hier in die Hauptstadt rein. Hier gehen wir rein, dann nach links, die Stufen hoch. Dann befindet sich hier ein Aufzug. Du gehst hier einfach raus. Dann nach links. Hier nach rechts. Nochmal nach rechts. Hier ist dein neuer Ort der Gnade. Dann gehen wir hier wieder raus. Nach links. An den Typen kannst du einfach vorbei. Die musst du nicht unbedingt töten. Das ist ein kleiner Schmokosaurik. Den one-hitten wir mal. Dann geht's hier runter, durch die Tür. Hier ist noch ein Hebel, falls dein Aufzug unten sein sollte. Hier gerade durch. Das ist ein kleiner Schmokosaurik hier. Hier geht's nach links. Hier nach links. Es sind noch ein paar gefährliche Schmokosaurike, falls du noch am Anfang bist. Die machen ordentlich Damage. Dann geht's hier raus und nach unten. Dann nach rechts. Und hier nochmal links. Hier ist nochmal ein Aufzug. Dann geht's hier runter. Hier nach links. Hier links halten, dann die Leiter hoch. Hier kannst du kurz reingehen und dir den Punkt holen. Das ist die untere Hauptstadtkapelle und hier links am Bett liegt dann das gesamte Set. Viel Spaß mit dem Set, schau dir die ganzen Videos zu dem Stärkebild an und am Kanal findest du bald mehr als 1000 Videos zu Elden Ring.